Moin moin und hallo meine lieben Tinkies, jetzt sind wir zurück mit unserem zweiten Video von der IFA. Im letzten Video haben wir euch schon mal kurz unsere Top-Smart-Home-Produkte vorgestellt, die wir hier gesehen haben, aber es gibt auch noch viele kleinere Sachen, die ich jetzt vielleicht noch nicht reingeschafft habe und außerdem wollten wir für die, die jetzt nicht live vor Ort waren, euch noch ein paar Impressionen von der IFA mitgeben. Also bleibt dran! Als erstes die Trends der IFA. Gefühlt jeder Fernseher hat jetzt 8K und das sieht auch wirklich hübsch aus. Wir erinnern uns an die alte Werbung, schärfer als die Realität. Langsam kommen wir da wirklich hin. Ansonsten bekommt ihr überall einen Elektroscooter oder etwas mit eingebauten Sprachassistenten. Doch jetzt kommen wir mal zu den Produkten, die wir uns speziell angeguckt haben. Kein Underdog von der Firma her ist die Telekom, doch trotzdem ist das Produkt Hallo Magenta irgendwie ein Underdog. Das ist nämlich der Smart Assistant der Telekom. Der Fokus liegt auf Datenschutz und deutschen Servern. Eine interessante Sache ist, dass es außerdem neben Hallo Magenta noch Alexa mit dem Gerät eingebaut gibt. So habt ihr das Beste aus beiden Welten. Wir sind gespannt, wie viel das Gerät am Ende wirklich kann. Sehr coole Sachen gibt es auch von der Firma mit dem etwas lustigen Namen MummyBot. Da gibt es nämlich alles an Saubermachrobotern, was ihr euch wünschen könntet. Neben Staubsaugerrobotern, die ja immer normaler werden, gibt es bei MummyBot auch Fensterputzroboter. Wie ich finde, eine sehr coole Idee und wir sind gespannt, wie gut die am Ende funktionieren. Wer ein bisschen mehr Ambiente zu Hause braucht, aber nicht unbedingt einen grünen Daumen hat, guckt sich die smarten Gärten von Tregren an. Das Konzept ist bekannt, aber das Coole ist, dass die Gärten hier in verschiedenen Höhen und Größen kommen. So könnt ihr die Höhe anpassen, je nachdem, welche Pflanzen ihr züchtet. Auch werden keine vorgefertigten Pflanzenpots mit Pflanzensamen benötigt, sondern ihr könnt einfach selbst sehen und ernten, was ihr wollt. Die Powerwatch ist eine Smartwatch, die ohne Aufladen auskommen soll. Die Uhr zieht ihre Energie aus der Körperwärme des Trägers und aus Solarzellen. Die Uhr bringt einige Features wie GPS, Fitness-Tracking, Schlafmonitoring und mehr mit. Noch befindet sich die Watch in der Prototypenphase, also sind wir vorsichtig, was am Ende wirklich dabei rauskommt. Eine letzte Sache für alle, die Kaffee- oder Teeliebhaber sind, sind die Produkte von Ember. Der Thermosbecher und die Tasse sind beide elektronisch und halten so eure warmen Getränke aufs Grad genau auf der richtigen Temperatur. So ist das Getränk zu Hause oder unterwegs immer perfekt. Danke, dass ihr bis ganz zum Ende dabei geblieben seid. Das ist jetzt auch unser letzter Tag auf der IFA. Also, wie ich sage jetzt euch Tschüss und ich sage der IFA Tschüss. Also, wenn euch die Videos gefallen haben, gebt dem Ganzen nochmal einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal, damit ihr auch die nächsten Videos und die nächsten Events nicht verpasst. Ich freue mich drauf. Ciao. So, da bin ich auch schon wieder zurück. Ich habe nämlich noch vergessen, wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte einmal den Like-Button drücken und vielleicht auch abonnieren. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Wir geben uns für euch die größte Mühe, coole Videos rund um Thema Smart Home zu machen und natürlich auch einfach mal auf Events zu gehen und euch live mitzunehmen. Wir freuen uns drüber und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video. Also, ciao.